5 Schritte, um die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen einzustellen. Ja Leute, ich befinde mich gerade immer noch auf meiner Kreuzfahrt. Ich bin so ein kleiner Platz, ja, wie so eine Art Rummel gemacht, also ziemlich cool. Und habe mir gedacht, ich nehme einfach mal ein Video für euch auf, aus aktuellem Anlass, weil ich ja auch gerade Mitarbeiter einstelle und sage ich mal, da auch schon Erfahrung habe, sehr viel Erfahrung in der Vergangenheit gemacht habe, da will ich euch einfach mal die 5 besten Tipps mit auf den Weg geben, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Ja? Okay, fangen wir mal an vor dem Einstellungsgespräch oder dem Einstellungstest oder sowas, nämlich wo du überhaupt die richtigen Leute findest. Ja, wo findest du die richtigen Leute für dein Unternehmen? Ich würde mal sagen, das ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich, ja? Weil ich zum Beispiel für mein Brand, für mein Business ganz woanders Mitarbeiter finde als eine Agentur. Ja? Ich zum Beispiel hire für mein Brand Leute über Social Media Kanäle, zum Beispiel Snapchat, Leute, die sehr aktiv mich verfolgen. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich weiß, dass diese Leute dazu kommen wir später noch ein brennendes Verlangen haben, dass sie mich kennen, dass sie meine Marke kennen, dass sie mein Brand kennen und so weiter und so fort. Das kann natürlich bei dir ganz anders aussehen. Das könnte natürlich eine ganz andere Plattform sein. Ja? Eine Agentur, die ich mitgegründet habe in Berlin, machen wir es so, dass wir sehr viel über Facebook-Marketing gehen. Ja? Also wir schalten wirklich PPC-Anzeigen. Das ist ein sehr guter Tipp, den ich dir geben kann, um die richtigen Leute zu finden, wenn du sie, sag ich mal, demografisch und interessenbasiert bekommen kannst. Ja, das ist also Tipp Nummer 1. Überleg dir, wo findest du die richtigen Leute. Tipp Nummer 2. Gestalte das Vorstellungsgespräch so effektiv wie möglich. Ja, auch das ist natürlich sehr wichtig. Vorstellungsgespräch, was du dann letztendlich führst, sollte so effektiv wie möglich gestaltet sein. Was heißt so effektiv wie möglich? Zunächst einmal, versuch keinen Druck aufzubauen. Also versuch niemals eine Person zu stark unter Druck zu setzen. Denk immer dran, der potenzielle neue Mitarbeiter könnte er eventuell sehr nervös sein, und wenn du zu autoritär bist, zu viel Druck aufbaust, dann könnte ihn das verunsichern und so weiter und so fort. Von daher versuch niemals zu viel Druck aufzubauen. Ja? Tipp Nummer 3 noch gar nicht, sondern ein paar Sachen dazu nochmal, die wichtig sind. Frag die Person, was sind seine Stärken? Frag sie aber auch, was sind deine Schwächen? Also frag Stärken und Schwächen, beides ist wichtig. Wenn eine Person keine Schwächen hat, ja, dann weißt du auch, dass sie, wenn mal irgendwas schief läuft, dann wird die Person den Fehler auch nicht zugeben. Ja? Das heißt also, frag nach Stärken, aber frag auch nach Schwächen. Ja? Eine weitere Sache, die du machen solltest, die viele Unternehmer nicht machen, ist, letztendlich die Person auch zu fragen, ob sie noch Fragen hat. Ja? Muss natürlich genauso respektvoll der anderen Person gegenüber sein und sie fragen, hey, hast du vielleicht noch Fragen am Ende? Ja? Also frag die Person, hast du noch Fragen? Ist irgendwas offen? Weißt du irgendwas nicht? Ja? Das ist also ganz wichtig. So, Tipp Nummer 3, und das ist, eigentlich gehört es noch mit zum Vorstellungsgespräch dazu, aber es ist letztendlich so wichtig, dass ich es als eigenen Tipp oder als eigenen Schritt hier erwähnen möchte. Ja? Also Schritt Nummer 3 ist, suche nach einem brennenden Verlangen. Ja? Was meine ich damit? Oder was, suche nach dem brennenden Verlangen. Ja? Eine internationale Steuerberatungsfirma hat eine Studie durchgeführt und hat, das ist eine wirklich Langzeitstudie, 30 Jahre lang, sag ich mal, geguckt, Mitarbeiter, die über 30 Jahre lang in dieser Firma waren und, sag ich mal, gut mitgearbeitet haben. Sie haben sich angeguckt, was war das Geheimnis dieser Person oder beziehungsweise was waren die Faktoren, warum diese Person so lange mitgearbeitet hat. Und rate mal, herausgekommen ist genau ein einziger Faktor, oder es war ein einziger Faktor dafür verantwortlich. Und das war ein brennendes Verlangen. Ja? Die Person, die, sag ich mal, über 30 Jahre lang treu der Firma, bei der Firma mitgearbeitet haben und aktiv waren, hatten ein starkes brennendes Verlangen, um bei dieser Firma zu arbeiten. Und genau nach diesem brennenden Verlangen solltest du auch suchen. Ja? Wenn du eine Person im Vorstellungsgespräch hast, dann sag dir, okay, das ist genau das, was ich erwarte. Das ist genau das, was du bekommst. Und lass die Person am Ende selber entscheiden. Ja? Versuch nicht, sag ich mal, die Person zu überreden oder sowas, sondern nimm nur Leute, die wirklich ein starkes, brennendes Verlangen haben. Ja, die Firma, von der ich rede, das war eine internationale Steuerberatungsfirma.
Die haben Leute, die haben an Elite-Universitäten studiert. Ja? Die hätten sich, sag ich mal, jeden, beziehungsweise diese Leute hätten, sag ich mal, bei extrem vielen Firmen arbeiten können, aber sie haben sich eben für diese eine Firma entschieden und es ist herausgekommen, dass diese Leute die Besten waren. Ja? Die allerbesten. So. Deswegen suche nach dem brennenden Verlangen. So. Tipp Nummer 4 oder Schritt Nummer 4, und das ist eben entscheidend, wenn du, sag ich mal, an dem Punkt bist, wo du die Person einstellen willst oder einstellen kannst, ist Tipp Nummer 4, nutze oder wende die Familienmitgliedsmethode an. Was ist die Familienmitgliedsmethode? Die Familienmitgliedsmethode ist von Brian Tracy, jedenfalls das der einzige, wo ich sie jemals von ihm gehört oder wo ich davon jemals gehört habe. Und er sagt eben in seinem Video, wenn du eine Person hast, ja, die du einstellen willst, dann frag dich ganz am Ende, sag ich mal, wenn du, sag ich mal, filterst, Filterungsprozess ist noch eine ganz andere Sache. Ich will das Video natürlich jetzt hier, oder kann das Video natürlich nicht ewig lange machen hier. Aber wenn du, sag ich mal, eine Person, so weit bist, dass du eine Person einstellst und du bist dir nicht ganz sicher oder du willst eine finale Entscheidung treffen, dann frag dich, würde ich diese Person zu mir nach Hause mitnehmen und zum Essen einladen? Ja, würde ich das machen? Würde ich wirklich, sag ich mal, diese Person nach Hause nehmen, mit nach Hause nehmen, zum Essen einladen und dir, sag ich mal, anzubieten, mit meiner Familie zu essen? Und versuch dort auf dein Bauchgefühl zu hören. Ja, versuch nicht zu entscheiden, einfach nur so, weil sie trifft, alle anderen Faktoren treffen zu, sondern versuch auf dein Bauchgefühl zu hören. Dein Bauchgefühl täuscht dich nie. Ja, und das ist eben eine sehr gute Frage, sag ich mal, um, sag ich mal, intuitiv entscheiden zu können. Ich finde es, by the way, sehr schade, dass viele Menschen nicht mehr auf ihr Bauchgefühl hören. Ja? Bauchgefühl täuscht dann in der Regel nicht so oft. Und deswegen sollten wir darauf hören. Ja? So. Übrigens ein ganz interessanter Fakt. Sigmund Freud hat mal eine Münze geworfen bei einer wichtigen Entscheidung, die er treffen musste oder fällen musste. Und danach wurde er gefragt von jemandem, hey, benutzt du immer diese Methode, um so wichtige Entscheidungen zu treffen? Weil das ist ja, sag ich mal, nicht die cleverste Methode. Hat er gesagt, nein, das tut er nicht. Die Entscheidung hat er schon in dem Moment getroffen, als die Münze noch in der Luft war. Ja? Also er hat auf seine Intuition gehört. Ja? Versuch auf deine Intuition zu hören. Wende die Familienmitgliedsmethode an. Tipp Nummer 5 oder Schritt Nummer 5. Wenn du die Person eingestellt hast, ist meine Erfahrung, dann fordere sie sofort. Versuch die Person nicht mit Samthandschuhen anzufassen, versuch sie nicht wie ein Baby zu behandeln. Leute, die wirklich ein brennendes Verlangen haben, ja, Leute, die wirklich proaktiv sind, A-Mitarbeiter, ja, werden in der Regel sofort performen wollen. Sie möchten gar nicht unterfordert werden oder wie Babys behandelt werden oder Welpenschutz haben, sondern sie möchten sofort gefordert werden. Das hat nichts damit zu tun, dass man hart ist oder ähnliches, sondern richtig gute Mitarbeiter wollen sofort gefordert werden. Und genau das solltest du tun. Fordere diese Mitarbeiter und zwar sofort. Ja? Behandle sie nicht wie kleine Kinder. Ja? Fassen wir nochmal zusammen. Tipp Nummer 1 ist, überleg dir, wo findest du gute Leute für dein Brand oder für dein Business. Tipp Nummer 2, gestalte das Vorstellungsgespräch so effektiv wie möglich. Tipp Nummer 3 oder Schritt Nummer 3, wenn du so willst, suche nach einem brennenden Verlangen. Schritt Nummer 4, wende die Familienmitgliedsmethode an. Und Schritt Nummer 5 ist, fordere eine Person sofort. So, wenn dir dieses Video gefallen hat und du weitere solche Videos haben willst, dann würde ich mich freuen, wenn du es noch nicht getan hast, dass du meinen Kanal abonnierst, meinen YouTube-Kanal. Ja, ich veröffentliche sehr oft solche Videos. Teile das Video mit deinen Freunden und wenn du jetzt ein Video von mir sehen willst, wo ich dir verrate, wie du dir mit Social Media Reichweite aufbaust, dann findest du jetzt hier irgendwo einen Link, auf den du klicken kannst und dann kannst du dir das Video vollkommen kostenlos ansehen. Das solltest du auf jeden Fall tun. Es lohnt sich, denn Social Media ist was jeder meiner Meinung nach für sich nutzen sollte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Sieh dir jetzt mein weiteres Video an und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.